ist einfach, yani, wenn man Allah fürchten würde, etwas Sekunde, dann würde man bestimmt mit Kuffar nicht so einen Film drehen und versuchen, die Muslime einfach schlecht zu machen. Ja, nicht mal die IS sollte man schlecht machen, sag ich ganz ehrlich. Die sind falsch, die sind auf dem falschen Weg, die haben falsch, aber das ist unter uns, unter uns. Unter uns Muslimen. Das ist eine Angelegenheit, was wir klären müssen. Auf jeden Fall derjenige, der diese Filme anguckt, ist schon Kuffer. Ist schon, diese Sachen supporten, weiterleiten, teilen, ist Kuffer. Die Mehrheit der Muslime sind Sunniten. Und wenn dieser Film rauskommt, wird Chaos sein. Wird Chaos sein. Denn wenn die Sahaba schlecht machen, dann wird natürlich die Muslime, werden es ja nicht, ihr wisst ja selber. Also ich meine, am Ende, wir sehen jetzt gerade im Augenblick in Frankreich, was passiert. Über den Propheten wird Karikaturen gemacht, das wird als Demokratie angesehen, ja, als Meinungsfreiheit. Also ich sag ganz ehrlich, ich habe bei Hamza Shia Hamza gelernt, dass es Schiiten gibt, die schlimmer sind als die schlimmsten Götzenanbeter in der Zeit von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die schlimmsten Feinde von Allah tabaraka wa ta'ala sind, weil die sind so ungerecht, also mehr ungerecht geht gar nicht mehr. Wir erklären ja nicht, sagen nicht, diese Muslime sind ungläubig. Wisst ihr, meine Geschwister im Islam, Nicht-Muslime, was ein Käfir bedeutet? Seine Frau ist halal. Seine Blut ist halal. Weißt du, was es bedeutet, wenn diese Menschen an die Macht kommen sollten mit dieser Ideologie? La ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, ich will das gar nicht, yani, subhanallah. Die wissen nicht, was Käfir bedeutet, manche. Die sagen Käfir? Ja, das ist Käfir. Das ist Käfir. Wisst ihr, was Käfir bedeutet, was der Hukum dafür ist? Erstmal musst ihr das mal erstmal lernen. Also meine Frage, darf ich das veröffentlichen? Sehr wichtig, ja? Stell mir noch zum Schluss nochmal die Frage. Darf ich, Hamza, erlaubt Hamza, mir diese Sache zu veröffentlichen? Ja klar, erlaube ich dir. Ich erlaube mir auch. Nicht nur dir. Ich erlaube jeden. Das wird sowieso alles veröffentlicht. Er blufft gerade hier. Also er erlaubt es mir und erlaubt es sich selbst. Wie kann er sich selbst was, er sagt, ich erlaube mir. Also wie kannst du einfach dir irgendwas erlauben, irgendwo in ein Haus reinzugehen, wo du ja eigentlich gar keine Erlaubnis hast? Du hast mir erlaubt, diese Sache zu veröffentlichen. Ich würde es tun. Und ich erlaube es dir auf jeden Fall nicht, dass du diese Sache veröffentlichst. So einfach ist es. Ich erlaube es dir nicht, dass du diese Sache veröffentlichst. So einfach ist es. Dann werden wir sehen, wenn du diese Sache veröffentlichst, was da passiert. So einfach. Aber ich würde es veröffentlichen über meinen Kanal. Wie kannst du dir einfach selber die Erlaubnis geben? Wo sind wir? Wo leben wir hier? Was denkst du, wo du hier bist? Ja, nee. Ja? Du lebst hier in Deutschland und erlaubst dir einfach selber eine Sache. MashaAllah, was für ein tapferer Salafi du doch bist. Du machst Takfir auf die Schiiten und nennst sie sogar Abtrünnige und erklärst noch, was mit einem Abtrünnigen geschieht. Und am Ende drohst du mit einer Anzeige? Bist du jetzt Ramadan oder Harald? Denkst du kannst uns mit einer Anzeige einschüchtern? Aber okay, wenn du dieses Spielchen spielen willst, dann werden wir dein wahres Gesicht hier aufzeigen. Und da du starker Salafi auf einmal zu einem deutschen Polizistenfreund wirst, muss ich hier noch erwähnen, dass die folgenden Szenen aus deinem immer noch öffentlichen Video stammt. Ich bediene mich also im Folgenden am Zitatrecht gemäß Paragraph 51 des UHRG. In dem Film geht es darum, die Parallelen zwischen ISIS und den damaligen selbsternannten Kalifen und angeblichen Gefährten des Propheten aufzuzeigen. Im Vordergrund steht hierbei das Unrecht und die Gewalt, welches der Prophetentochter Fatima a.s. widerfahren ist. Und der Mord an ihrem ungeborenen Sohn Mohsen a.s. Hierbei verdeutlicht der Film, dass der Terror und Krieg an Schiiten keine Neuerscheinung ist, sondern seit dem Tod des Propheten bis heute verwurzelt in sunnitischen Vorbildfunktionen fungiert. Dabei wird im Film auch zwischen Sunniten, die meistens solche Gräueltaten nicht annehmen, und dem Sunnitentum, in dem sunnitische Vorbildfunktionen wie Abu Bakr und Omar als deutliche Urgesteine des heutigen Terrors dienen, unterschieden. Der Film basiert demnach also nicht auf bloßer Verunglimpfung historischer Figuren, sondern vielmehr auf historischer Tatsachen, die aus allen islamischen Quellen zu belegen sind. Die Mehrheit der Muslime sind Sunniten. Und wenn dieser Film rauskommt, wird Chaos sein. Wird Chaos sein.
Denn wenn die Sahaba schlecht machen, dann wird natürlich die Muslime, werden es ja nicht, ihr wisst ja selber. Also ich meine, am Ende, wir sehen jetzt gerade im Augenblick in Frankreich, was passiert. Über den Propheten wird Karikaturen gemacht, das wird als Demokratie angesehen, ja, als Meinungsfreiheit. Ich frage mich ehrlich, woher du diesen Mut in Deutschland hast, so offensichtlich zu drohen und mit deiner Drohung dich noch auf die Morde der Karikaturisten von Charlie Hebdo zu beziehen. Die Mehrheit der Muslime sind Sunniten. Ja, dann sind die Mehrheit der Muslime Sunniten. Und jetzt, was willst du uns damit sagen? Und wenn dieser Film rauskommt, wird Chaos sein. Wird Chaos sein. Was für ein Chaos meinst du? Ihr wisst ja selber. Also ich meine, am Ende, wir sehen jetzt gerade im Augenblick in Frankreich, was passiert. Über den Propheten wird Karikaturen gemacht. Du drohst hier mit deinem Zeigefinger und erwähnst diesen Film im Zusammenhang mit dem Chaos, der an Charlie Hebdo stattgefunden hat? Willst du etwa prophezeien, dass den Kinos, in denen der Film möglicherweise in Deutschland ausgestrahlt wird, dasselbe widerfahren wird wie Charlie Hebdo? Dass du dich von den Anschlägen in Frankreich nicht einmal distanziert, sei dahingestellt. Aber dass du diese Anschläge als ein Beispiel für möglichen Chaos erwähnst und dabei drohend mit deinem Finger die Schiiten einzuschüchtern versuchst, zeigt nur, dass du Sympathie für solch ein Chaos empfindest. Und dass du in Deutschland öffentlich im Internet solche Drohungen tätigst, aber im selben Atemzug zur Polizei rennst, wenn es um harmlose Sprachnachrichten geht, enttarnt nur, was für ein heuchlerischer Mensch du bist. Aber selbst der Vergleich zwischen dem Film und den Karikaturen hinkt. Die Karikaturen haben eine historische Heiligkeit von Muslimen ins Lächerliche gezogen und Witze über sie gemacht, während der Film keine Satire beinhaltet, sondern pure Realität historischer Gegebenheiten, die in sunnitischen als auch schiitischen Büchern zu bestätigen sind. Und du hast trotzdem krampfhaft eine Verbindung dadurch herstellen wollen, um bewusst Terror und Hass auf die Seite der Schiiten zu streuen. Und jetzt drehst du auch noch komplett durch. Ja, nicht mal die IS sollte man schlecht machen. Die sind falsch, die sind auf dem falschen Weg, die haben falsch, aber es ist unter uns, unter uns. Unter uns Muslimen. Das ist eine Angelegenheit, was wir klären müssen unter uns. Also es ist einfach, also man macht das einfach nicht hier. Man geht nicht einfach hin zu den Kuffar und serviert den und sagt, hier, wir haben Stoff für euch. Die IS, ja, die sind schlecht. Wir sind hier gute Muslime. Lass uns zusammenarbeiten. Du sagst, man soll die ISIS, welche hauptsächlich das Blut von tausenden Muslimen an ihren Händen kleben haben, nicht schlecht machen? Der IS, der nur durch Mord und Verbrechen bekannt wurde, sollte man nicht schlecht machen? Was ist das für eine absurde Vorstellung, den IS in so einer Form in Schutz zu nehmen? Aber gleichzeitig zu sagen, dass sie falsch sind? Sollte man etwa Falschheiten verschweigen, nur weil diese Falschheiten aus den Büchern eurer Glaubensrichtung geschöpft werden? Und wie kann ein Muslim in der heutigen Zeit allen Ernstes darauf bestehen, dass die Terroristen, welche sich ja eigentlich fälschlicherweise seiner Religion zuschreiben, nicht öffentlich kritisiert werden dürfen? Hier enttarnt Ramadan auch sein wahres Gesicht. Hört mal genau zu. Also warum ich diese Trailer mache, ist einfach nur aus dem Grund, damit man einfach sieht, wie der Shaitan arbeitet, wie er versucht, Sahaba schlecht zu machen, ne? Den Propheten, die Religion Allahs wird hier schlecht gemacht. Wenn man Sahaba schlecht macht, macht man den Propheten schlecht. Das geht gar nicht. Das, weil dadurch erkennen wir was? Den Propheten. Durch die Sahaba. Ja? Er regt sich am Anfang darüber auf, dass Schiiten die Parallele zwischen ISIS und einigen der Gefährten des Propheten erkennen. Im gleichen Atemzug sagt er, man soll ISIS nicht schlecht machen, obwohl sie schlecht sind. Im nächsten Atemzug sagt er, man soll diese paar Sahaba nicht schlecht machen, weil sie gut waren. Jeder Vernünftige erkennt hier, dass Ramadan selbst weiß, dass die ISIS auf seine paar Sahaba zurückzuführen sind. Und genau deswegen beharrt er darauf, beide Parteien nicht schlecht zu machen. Wenn der IS für dich schlecht ist und die paar Sahaba für dich gut sind, wieso stört es dich, wenn man den IS schlecht macht? Hast du etwa die Parallelen zwischen IS und Sahaba selbst erkannt, dass du zu so einem widersprüchlichen Urteil gekommen bist? Ich frage mich ehrlich, was der Verfassungsschutz davon hält, dass so einer wie du der Schiiten zu Abtrünnigen zählt und somit das Vergießen ihres Blutes legitimiert. So einer, der drohend ein Chaos durch die Ausstrahlung eines auf historischen Berichten basierenden Films prophezeit und dabei Charlie Hebdo als Beispiel nimmt. Und als ob das nicht schlimm genug ist,
Sagst du, in einem Land, in dem selbst die Nichtmuslime den Terror von sunnitisch-fundamentalistischen selbsternannten Mujahedin erfahren durften, dass man den IS nicht schlecht reden sollte? Sind die Nichtmuslime etwa für dich keine Menschen, die das Recht haben zu erfahren, dass diese IS-Terroristen ihren Glauben aus sunnitischer Lehre beziehen, damit sie nicht denken, dass der Islam auf diesen Terror, welcher hauptsächlich in sunnitischen Historikbüchern zu finden ist, zurückzuführen ist? Nein, es ist nicht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi. Vielmehr sind es eure angeblich unantastbaren Sahaba, die schuld am Islamhass sind. Und dass ihr darstellt, als würde der Prophet und seine Familie nicht von diesem Terror selbst betroffen waren, ist der Grund, warum auch der Prophet von Nichtmuslimen als ein Teil des Terrors bezeichnet wird. Dazu findet ihr ein Kurzvideo, in dem das Thema ein wenig detaillierter dargestellt wird. Erster Link in der Videobeschreibung. So, und jetzt kannst du noch 10-mal überlegen, ob du zur Polizei oder zu deinen Anwälten rennst. Du offenbarst in allen Videos über die Schiiten deinen Hass ihnen gegenüber. Du drohst mit der Mehrheit, genauso wie Umar ibn al-Khattab die Prophetentochter Fatima a.s. mit 300 Feiglingen drohte. Du sagst öffentlich, dass man den IS nicht schlecht machen darf, auch wenn sie schlecht sind. Und am Ende rennst du zur Polizei, wie Umar an Uhud weggerannt ist. Ja klar, erlaube ich dir. Ich erlaube mir auch. Nicht nur dir, ich erlaube jeden. Das wird sowieso alles veröffentlicht. Er blufft gerade hier. Also er erlaubt es mir und erlaubt es sich selbst. Wie kann er sich selbst was... Er sagt, ich erlaube mir. Also wie kannst du einfach dir irgendwas erlauben, irgendwo in ein Haus reinzugehen, wo du eigentlich gar keine Erlaubnis hast? Du hast mir erlaubt, diese Sache zu veröffentlichen. Ich würde es tun. Und ich erlaube es dir auf jeden Fall nicht, dass du diese Sache veröffentlichst. Tja, Hamza hat dir gesagt, dass er es dir erlaubt, genauso wie er es sich selbst erlaubt, die Audios zu veröffentlichen. Er hat es dir also erlaubt mit der Bedingung, ebenfalls die besagten Audios zu veröffentlichen. Und da du es dir erlaubt hast, hast du diese Bedingung erfüllt. Und wir sehen uns im nächsten Video. رايتك يا اهدى رايه ما تخوفنا المنايه